Willkommen zurück zu einer weiteren leichenreichen Folge The Devil in Me. Freut mich, dass du da draußen wieder abhängst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte trockene Video mit einer tödlichen Bewertung unterstützt haben. Ihr wollt mich supporten, ihr wollt mehr sehen, allgemein auf dem Kanal. Es geht immer ganz schnell, einfach nur eine Bewertung da lassen. Das geht super mega fix. Trust me. Okay, warte mal. Hier geht's wahrscheinlich weiter. Dann ist das wieder hier so eine Ecke, wo man Geheimnisse, düstere, leichenreiche Geheimnisse findet. Alter, wie viele Leichen hat der denn hier? Dem Mann sind die Leichen auf jeden Fall schon mal nicht ausgegangen. Noch ein Ring. Der zweite Ehering, den wir finden. Harrison und Lewis. Harrison und Lewis Lee. 21.06.2008. Na, der hat hier echt abartig fiese Spiele veranstaltet, der Typ. Oh, was ist das hier? Ha. Können wir das knacken? Oh, nur eine Münze. Ich dachte, da wäre jetzt eine Knarre drin. Hätte ich nämlich gesagt, Game Over, Killer. Eine goldene. Ja, ich habe jede Menge Kleingeld. Wenn ich irgendwann mal telefonieren muss, ich bin sowas von bereit. Sind das nur Kerle oder auch Frauen, die da oben hängen? Ja, wahrscheinlich auch Frauen. Er hat ja alles... Alter. Alter. Er hat ja wirklich alles weggeschlachtet, was nur geht. Aber sein Hauptziel ist es, aus seiner schönen Leichensammlung am Ende Animatronics zu machen. Er will Five Nights at Freddy's nur eben mit Menschen. Five Nights at Mordfabrik. Okay. Wie ist er jetzt so schnell da runtergekommen? Telepathie. Hoffentlich hält das. Telepathie? Teleportation. Richtig, Kies. Das ist das Wort, das du eigentlich aussprechen wolltest. Tja, mein altes Hirn ist eben auch nicht mehr das Beste. Ja, komm, kletter doch. Na, vielleicht auch ein bisschen Telepathie war mit dem Spiel. Ganz schön dunkel hier unten. Hol mal dein Feuerzeug raus, Charles. Boah, wenn ich jetzt hier runterfalle, wäre Charlie dann tot? Weil rein theoretisch, das müsste ich ja nicht zwangsläufig umbringen, oder? Einer nach dem anderen. Der 100-Kilo-Mann zuerst. Boah, super. Ich würde drüber robben. Ah, Charlie. Ich kenne keinen Typen, der so viele Nieten zieht wie du. Na gut, let's go. Wow, wow, wow. Alles gut. Grundsolide. Warum muss er ganz da oben sein? Der ist so weit weg. Sind die Mädels noch am Start? Leben die noch? Wo zur Hölle ist Erin? Der Plan ist, zum Leuchtturm zu gelangen. Sie weiß das. Ja, und was ist, wenn sie irgendwo da oben rumhängt und stirbt? Sich aufgeknüpft.
und erstickt langsam elendig. Findet euch den Wald. Was macht wohl Aaron? Sie ist zäher, als du vielleicht denkst. Meinst du wirklich? Wenn wir jetzt den Plan ändern, könnten wir alles nur schlimmer machen. Also weiter nach Plan. Was, wenn sie sich nicht an den Plan halten kann? Ja, vielleicht kann sie das ja wirklich nicht. Also ich finde, die Sorge ist schon berechtigt. Kann man hier unten durch? Oh ja, kann man sogar wirklich. Schön mit der Booty-Cam. Ey, es gibt so viele Ecken, wo du denkst, geht's hier weiter und geht's irgendwie nicht weiter. Ein Boot. Das sieht gut aus. Rudern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich da wegrudern. Warte mal, was ist das hier? Ah ne, ich dachte eben gerade, da liegt irgendwas Blutiges. Okay, von hier sind... Moment... Ka-ching! Money! Give it to me, baby! Das ist meine Glücksmünze. Kate? Irgendwie Kate verloren. Warte mal. Kate, jetzt mal im Ernst. Wo ist die hin? Kate. Wie konnte ich die nur verlieren? Was ist das denn? Ist das ein Sackenblutiger? Keine Ahnung, ne? Sieht aus wie ein blutiger Sack oder sowas. Nein, kein Hodensack. Jutebeutel. Die Perversen. Dass sowas dann aber auch kein Hinweis ist. Findest du einen blutigen Beutel und... Joa, juckt halt niemanden. Hast du halt einen blutigen Beutel gefunden, ne? Wen interessiert's? Mal keine Münze, sondern... Ausweis? Francis Morellos Führerschein. Francis Morello. Wie kommt denn der aber bitte schön hier hin? Einen Führerschein hat man doch in seinem Geldbeutel. Hat er ihn hingeschmissen, falls jemand mal die Insel absucht, dass sie wissen... Familienname Morello, Francis, Anschrift, Canyon Drive, Palmdale, California. Geboren 23.11.78. Beschränkung keine, Klasse C, Ende keins, Geschlecht M, Haarfarbe schwarz, Augenfarbe braun, Größe. Ausgestellt 23.11.2008. Na, da ist der Geldbeutel. Wäre auch ziemlich ungewöhnlich, ne? Inferno. Geheimnis gefunden. Ein Foto von einem Mann mit einem jungen Mädchen in einem Freizeitpark. Die Leute auf dem Foto sind Francis und Bethany Morello. Was stand da? Vielleicht ist noch Geld in der Brieftasche. Schau mal nach. Danke für den besten Tag aller Zeiten, Onkel Francis. Ja, aber Francis ist wahrscheinlich tot. Mich dünkt, dass Francis tot ist. Oh. Nette kleine ich dachte, Hütte. Wenn wir erstmal draußen wären. What the heck? Hast du das? Da ist
irgendwas. Wir sind im Wald. Könnte alles sein. Was ist das denn hier? Lagerfeuer? Ob er hier draußen wohl auch Kameras hat? Könntest du mir bitte nicht noch mehr Angst einjagen? Ach so, aber es ist Asche, ne? Also irgendjemand hat hier kampiert. Normalerweise würdest du jetzt vom Topeka-Scheiß anfangen. Ich würde Charlies linkes Ei geben, um jetzt in Topeka zu sein. Was ist denn in Topeka passiert? Werden wir das jemals erfahren? Alle reden immer davon. Ha, Topeka! Hm. Ha, weiß noch damals, 2009. Ja, das war eine wilde Zeit. Ja, was ist denn da passiert? Das verstehst du nicht. Du warst ja nicht dabei. Das würdest du nicht verstehen, du Spatz. Wow! Alter. Okay. Das ist eine nette Hütte, ne? So komplett auf einer Insel. Das sind die Magic Moments. Ist das eine Hand, eine blutige? Geschafft. Schuppen. Ich weiß nicht, ob du in den Schuppen rein willst, Girl. Gurl. Ich meine, was soll da schon groß drin sein? Hoffentlich eine Knarre. Es würde mir so viel besser gehen mit einer Knarre. Oh, Kacke. Heilige Scheiße. Oh, ich muss gleich kotzen. Seine Hand wurde abgeteilt. Francis? Oder nach seinem Tod. Wie soll ich das wissen? Ist das Francis? Eine männliche Leiche gefunden in einem Schuppen. Seine rechte Hand wurde abgetrennt. Er scheint verblutet zu sein. Der Tote war Francis Morello. Sein Foto ist auf seinem Führerschein zu sehen. Fehlen dem Zähne? Tja, Onkel Francis. Das ist wohl kein Happy End, mein Freund. Okay, wir finden die Leiche von Francis Morello. Der anscheinend verblutet ist. Und ein paar Zähne ausgespuckt hat. Ja, und jetzt? Das war's? Das ist die ominöse Hütte? Das ist die Gruselhütte auf der Insel? Mehr gibt's hier nicht zu holen? Hm. Wo ist Kate? Ich höre ja Kates Stimme, aber... Wo zum Geier ist Kate? Kate hat das Ruderboot genommen und ist weg. Tschüss, Jamie, du kannst mich mal... Ja, Kate ist weg. Kannst dich mal kreuzweise, Kate. Das Ruderboot ist nur für eine Person. Der Wald ist aber ganz schön groß. Ob der Killer uns hier jemals finden wird? Ich meine, immerhin... Also, wenn angenommen... Nehmen wir mal an... Francis hat seine Hand verloren. Konnte sich hierher flüchten und ist dann da drin verblutet. Dann könnte man ja davon ausgehen, dass der Killer hier nicht wirklich unterwegs ist. Oder zumindest keine Kameras hat. Sagen wir es mal so. Zumindest hat er hier keine Kameras, wie es scheint. Eine alte, verlassene Geisterhütte. Ganz toll. Die sieht richtig ranz aus. Hörst du das? Was? Klingt...
Wie ein Pinsel. Der Hundi. Ist das... Deckung. Kate, versteck dich. Rette ja den Hund. Mach doch die Tür zu, Alter, warum? Oh Gott. Verflucht. Der Hund macht da nicht mit, ha? Huh? Hätte sie doch nur die Tür zugemacht. Jetzt will sie aber nicht den Hund abstechen, oder? Huh, da stand eben jemand. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gerade gesehen? Da stand jemand. Alter, nein! Wir stechen den Hund nicht ab, verdammt! Die würde eiskalt den Hund wegschlachten, ne? Oh Gott, bin ich jetzt tot? Jamie hat im Bauernhaus den Hund gehen lassen, als sie sich vor Dumet versteckt hat. Oh, geht das jetzt böse für mich aus? Komm schon, zerfleisch ihn! Erst der Hund, dann sie noch mit der Flasche drauf. Na los, Hund! Oh nein, er winselt. Und jetzt sagt er gar nichts mehr. Der Hund ist ganz still. Hat den Hund irgendwie verletzt? Jetzt weiß ich nur eins. Ich habe eine Mission. Komm weg. Versteck dich. Der Hund muss überleben. Alles andere ist völlig egal. Und dann kommt jetzt das Atemspiel. Geht's dem Hund gut? Oh nein. Okay, er hat auch hier seine Fallen. Er kann sie auch hier ausfindig machen. Brauchst du Hilfe? Oh, oh. Aaron. Wie? Heilige Scheiße. Du lebst. Aaron, bin froh, dass du okay bist. Hilf mir. Du schaffst das. Wo ist Kate? Jamie? Weißt du, wo sie sind? Wir haben uns irgendwie im Wald verloren. Ich hatte zu viel Angst, um stehen zu bleiben. Es tut mir leid. Ist okay. Wird irgendwie okay, Aaron. Sie finden her. Ich weiß, wie wir reinkommen. Los! Fantastisch. Gut gemacht, Aaron. Du kommst nicht mit. Was? Bist du? Ich hab dich mit Dumet gehört. Du bist schuld. Du hast uns zur Schlachtbank geführt. Aaron, du hast den Verstand verloren. Ich würde nie... Du weißt, du kannst mir vertrauen. 70% aller Mörder töten jemanden, den sie kennen. Jemanden, der ihnen vertraut. Es sind 79%. Aber ich bin kein Mörder. Sofortiger Aufbruch. Alle Handys abgeben, ein einsamer Ort, alles Teil deines Plans, oder? Du hast einen Schock und kannst nicht klar denken. Ich würde nie... Mark, wir müssen ihn hier fesseln, bis Hilfe kommt. Er wird uns in den Rücken stechen oder Dumet dazu bringen. Aaron, ich würde nie... Ruhe! Ah, Charlie ist ein guter... Aaron, wow, ich habe lange für Charlie gearbeitet. Er ist ein egoistischer Kontrollfreak, der uns alle aufs Kreuz legen würde, aber er ist kein Mörder. Ich weiß, was ich gehört habe. Und ich glaub dir, aber
Vielleicht solltest du genau das hören. Ich pass auf ihn auf. Versprochen. Ihr spinnt doch beide. Mark hat Charlie vor dem Leuchtturm zur Rede gestellt, aber beschlossen, ihm zu vertrauen. Ja, Freunde, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Einbruch in den Leuchtturm. Werden wir bald alle gerettet? Seid gespannt, ich bin's definitiv. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bewerten und kommentieren und tschüss!